Oh oh. Erstmal weg. So, das heißt, wir haben hier seuchte Gegner. Die haben hoffentlich einen Ranzen dran. Was zum Heck? So, ich muss jetzt den wirklich abschießen. Das ist doch eigentlich kein Problem. So, das gleiche mit diesen Typen. Ne, der hat keinen Ranzen, oder? Ne, der hat keinen. Okay, dann müssen wir die Geschütze auffahren. Bam! Sehr schön. Und nochmal. Der müsste jetzt was da sein. Ja, kommt noch einer. Alle guten Dinge sind drei, sehr schön. Hier haben wir keinen Schuss mehr, aber hier sind hier der Gegner. Hier ist er. Hier kommt er. Da, auch keine Munition mehr. Dann halten wir so einfach jetzt drauf. Perfekt. Bevor wir jetzt den Aufzug nehmen, machen wir hier nochmal voll. So, Ladung. Hier haben wir zum Glück genügend. So. Und hier eigentlich bloß noch Munition. Genau, perfekt. Vollgeladen und haben trotzdem noch 9000 Punkte. Sehr schön. Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Sie waren ein Haufen von Knackis und Ernen, die eine zweite Chance bekommen haben. Ihre Strafen wurden verkürzt und dafür haben sie aus den Tunnels die Stadt am Laufen gehalten. Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Schicksalen nachsichtig ist. Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt. Brillant. Oh, hier haben wir Autos. Upsala. ist. Hey, Marshall. Ich hoffe, du verarschst uns nicht. Ist auch nichts mehr. Nee. Ja, okay, dann geht's hier weiter. Wieso wollt ihr nicht einsteigen? Oh, nächstes Kapitel, okay. Es gibt Ärger. Was ihr Wichsköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzberg. Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein. Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hat sie hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen. Die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese Pupillen mit dem Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. Was ist jetzt noch hier unten? Geile Models mit dicken Titten und Gelbfieber. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Okay. Dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ach, keine plötzlichen Bewegungen. Dieses klapprige Scheißteil hat gleich. Wow! Verarschen. Alter. Das ist aber jetzt ja schon Missionsdesign, oder? Bäh. Erstmal kaputt machen. Boah, die Gegner wieder. Nicht hier. Ernst, oder? Oh Gott, wie ich diese Gegner hasse.
Ach, die leben noch, okay. Ja, wir leben ja auch noch. Dachte jetzt schon, grüne Säure, die könnte tödlich sein. Es ist, na, da kommen wieder einer nach dem anderen. Udo-Puppe, sehr schön. So, Barney. Explosionsgefahr, okay. Explosion und wahrscheinlich radioaktiv. Ich empfange nicht das Geringste. Jetzt kommen noch solche Viecher ins Spiel oder was? Bitte nicht. Kommt es immer so vor, als ob ich irgendwas übersehe, aber. Ich könnte Hilfe brauchen. Oh, jetzt bin ich wieder alleine. Nein. Wie lang? Wie noch? Oh yeah. Ja, der kriegt gleich mal einen Tritt. Das bietet. LOL. Okay. Ja, wenn jetzt alle nacheinander kommt, dann kann ich das mit jedem machen. Sehr schön. Und mit dir auch. Kommt mal alle her da. Vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, aber effektiv wieder. Das Hauptding. Oh nein. Sehr schön. Die haben auch noch jemanden. Wo geht denn der hin? Was geht ab? Hui. Bam. Weg mit euch. Sehr schön. Bam. Bam. Und bam. Wir hätten auch wieder. Oh, Alter, wie viel sind das wieder, ey? Bam. Weg mit euch. Keine Chance. Sehr schön. Da Marshall räumt ja auf. Perfekt. Ich weiß immer noch nicht, auf was ich da genau schießen muss. Bei diesen Gegnern. Hui. Okay, das war ganz nice. Wieso weiß eigentlich der Marshall immer die Codes? Auch komisch, oder? Wieder ein Fass. Oh, das kennen wir doch, oder? Hat uns das mal verfolgt? Hm. Gute Frage, oder? Ist das wirklich das Rad? Das wäre jetzt echt... Oh mein Gott! Nein! Kupatsche, okay. Das heißt. Ich habe 10 Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn. Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen. Etwas wieder gut machen. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Als wir vor Jahren die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben, hätten wir in die Außenquadranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich habe dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishii. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. Du hast uns in diese Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht, was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich.
bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Erinnerst du dich an den Novak-Auftrag? Das kleine Mädchen, Novaks Tochter, das ist Trisha. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich hatte keine Ahnung. Hör zu. Wir werden an Bord des Rettungsschiffs gehen. Aber sobald wir von diesem Drecksloch runter sind, skalpieren wir dieses miese Dreckschwein. Okay. Schmieden wir jetzt schon wieder Pläne, hey? Sehr schön. Oh. Oh, Deckung. Jung. Lol. Ja, hier. Boah, wie weit ich hier schießen muss. In den Poppers. Oh, ich will doch schießen. Go, go, go. Hey, drei Stück von denen. Das sind sogar mehr. Und noch einer. Go, go, go. So. Brauche ich auch noch. Aber das ist auch cool, wenn hier alles offen ist. Sehr schön. Müsste hier mal frei sein. Kann ich mich um den Typen kümmern. Der einfach frisst. Das ist der Wahnsinn. Haben wir hier noch welche? Ja, da oben. Boah, das ist auch cool. Der ganze Raum, dass man den so ausnutzt. Oh, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Schüsse mit meiner Sniper. Weil sonst wäre das nicht ganz so gut. Das ist auch super. So, da will ich, dass Alex es explodiert. Sind jetzt hier noch Gegner? Von hier oben, okay. Deckung. Ja, ich will doch auf das Fass schießen, Mann. Kann ich das da nicht machen? Doch, oder? Das ist jetzt blöd. Ich will doch auf das Fass schießen. Muss ich hier machen, oder? So. Hier. Sehr schön. Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingsecke rauskommen. Ich habe die Räuberung des Schiffs schon immer den scheiß Unternehmen überlassen. Hast du das gehört, Ich? Unser guter General ist zu einer riesigen Nenne mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Komm schon, in den Tunnel davor. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Oh Mann. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Einen Kreis wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Mein Gott. Gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Es ist nahe. Den möchte ich echt nur töten, den Serrano. Das ist echt ein Wichser. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja nur die Gelegenheit. Ich schaue schon wieder übel aus. Gucken wir mal. Oh Mann. Das ist wieder so ein großer Raum. Überall können Gegner sein. Der sprintet aber ganz schön vorher, ja. Serrano. Oh nein. Gut, falsch ist sehr schön. Ich mach mir die Welt. Oh, okay. Oh, nicht schießen.
Okay, einfach springen, okay. Klettern wir halt wieder ein bisschen. Oh nein. Hier. Oh Gott, das ist... Kann ich hier vielleicht zumachen? Ach, hier ist zu, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Die Viecher. Aber wenn die explodieren, dann überall Säure und Ätzen und... Hier haben wir schon jemanden. Weil im Moment laufen sie noch weg von uns. Das ist noch gut. Aber das kann sich ja noch ändern. Was haben wir denn hier? Licht. Okay, das war's. Oh. Nehmen wir das doch einmal mit. Und dann benutzen wir mal den Aufzug. Oh nee, ich weiß schon, was uns erwartet.